Aber es sieht schon ganz geil aus hier. Da drüben ist der Leuchtturm, ich glaube, da will ich hin. Das ist das Einzige, was hier auf dieser Insel quasi zivilisatorisch noch zu funktionieren scheint. Alles andere ist hier eher abgeranzt. Und ich habe das Gefühl, ich befinde mich auf einer englischen Insel. Jedenfalls sieht das Ganze hier so aus, als wenn ich mich irgendwo in England befinden würde. Ob jetzt in der Nähe von Schottland oder wo auch immer, ist mir nicht ganz klar. Könnte ich bestimmt irgendwo nachlesen, wo das sein soll, die Insel. Aber ist auch gut so. Ich muss nicht immer alles wissen. Ihr müsst auch nicht immer alles wissen. Auf jeden Fall eine schöne, dichte Vegetation hier. I quote directly. A motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Ja, hier würde ich jetzt wieder zurücklaufen, da hinten hin. Zu dem Leuchtturm, wo ich gestartet bin. Gut, da unten liegt ein schönes Wrack. Aber ich finde, ich bin schon zu weit gelaufen, um jetzt umzusehen. Deswegen gehe ich wieder in Richtung des roten Blinkens. Das zieht mich ein bisschen an. Ist ein schönes Landmark und ich schätze, es hat mit der Story irgendwas zu tun. Macht Sinn, da hinzugehen. Habe ich jetzt so einen Urin quasi. Nee? Und das, obwohl ich gerade gar nicht auf Toilette muss. Naja. Gut, mit schlechten Wortwitzen müsst ihr euch bei mir sowieso immer abfinden. Gucken wir mal, ob ich hier einen Pfad finde, der da runter führt. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass dem nicht so ist. Das bedeutet für mich, ich muss doch in die Richtung und mal gucken, ob ich da irgendwo runterkomme. Naja. Macht ja nichts. Ich habe genügend Zeit. Keiner drückt mich hier. Niemand hält mir eine Pistole am Kopf. Nein, niemand hält mir eine Pistole am Kopf. Keiner zwingt mich. Ich kann hier ganz in Ruhe, total entspannt über die Insel wandern. Hier ist der Zaun relativ niedrig. Komme ich immer noch nicht rüber. Ja, Klettern gibt es auch nicht als Bewegungsart. Ach, das ist mir egal. Ich kann gehen. Gehen ist super. So, ja. Ne? Gibt's hier einen Weg runter? Das sieht fast so aus, als wenn ich hier runter könnte. Mich zu hart fallen. Ne, hat geklappt. Sehr gut. Aber jetzt bin ich quasi neben dem Weg. Da muss ich hier doch nochmal ein Stückchen laufen. Da geht's. Na? Dear Esther, I met Paul. Gut. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Das ist mal eine harte Ansage. So, hier geht der Weg über den Fluss. Pichipachi. Nichts drin. Na, wir wollen uns die Füße nicht nass machen. Nachher erkälten wir uns noch oder bekommen Fußpilz oder so. Muss ja nicht sein. Da, der Onkel sprach gewalttätig, kann Geschichten erzählen, ne? So ein Unfug, sage ich euch. So, ein kleiner Steinkreis. Das triggert doch bestimmt irgendwas Geschichtliches, oder? Aha. Hier liegt ein Buch. Aber ich kann es nicht aufnehmen. Es gibt keine Taste für sowas. Ja. Ah ja, auch hier eine chemische Verbindung oder auch nicht. Könnte sein.
Sieht jedenfalls von der Struktur her so aus. Könnte mir auch brutalst irren. Soll dann halt also sein. Ja, das Buch löst nichts aus, leider. Hier sind auch so ein paar Steine, die hier rumstehen. Schöne Feldstrukturen. Und ja, man könnte da hoch versuchen oder aber hier. Das sieht so aus, als wenn hier ein regulärer Weg wäre. Ja, es gibt auch irgendwie kein Ziel, was irgendwie vorformuliert ist. Es gibt demnach wahrscheinlich auch kein richtig und falsch, kein du musst dahin oder hierhin. Dementsprechend würde ich sagen, laufe ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Oder eben halt auch die Füße. Hammerzehen. Spreizzehen. Klappfersen. Entzündete große Onkels. Was man so hat. Ah ja, wenn ich hier runter gehe, komme ich wahrscheinlich hier nicht wieder hoch. Egal. Ich bin mutig genug und es wird ausgeblendet. Nächstes Kapitel nehme ich mal stark an. Nicht ganz sicher. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Tja. Die M5 ist eine Landstraße oder Autobahn in England. Kann ich gerade nicht sagen, was am ehesten zutrifft, welche Beschreibung, ob Landstraße oder Autobahn, aber sowas in der Art. Ja, gehen wir mal hier so ein bisschen höher erstmal lang. Da unten sind irgendwie irgendwelche Dinge. Da hinten ist der rote leuchtende Punkt im Himmel. Irgendwann bin ich da auf jeden Fall hin. Das ist offensichtlich ein Tanker, der da an Land... Nee, kein Tanker, sondern ein Transportschiff mit Containern. Ja, ich könnte jetzt hier oben lang laufen, aber ich rutsche mal hier runter. Macht mehr Sinn für mich. Ja. So, ne? Versteht ihr? Final Notice, ah ja. Warrant of Execution. Ja, das sind irgendwelche Papiere hier. Wo ich natürlich nicht weiß, wofür das eine Final Notice ist. Also was ist eine letzte Mahnung? Ach, wahrscheinlich geht es da oben dann auch da runter um den Weg. So kann man auch irgendwie laufen, wenn man möchte. Guten Tag, liebe Herrschaften. Auf der linken Seite befindet sich ein leerer Container, auf der rechten Seite befindet sich noch ein leerer Container. Wir stehen auf einem leeren Container und vor uns befindet sich auch ein leerer Container. Tja, was immer hier passiert ist, scheint auch schon ein bisschen her zu sein. Jedenfalls sieht das alles hier sehr fleckig und rostig aus. Das Schiff hat schon sehr lange keine Farbe mehr gehabt, keine Farbe mehr gesehen. Kann ich hier hochbalancieren? Das wäre ja richtig lustig. Nein, kann ich nicht. Gut, also ich kann hier auf das Schiff so nicht einfach rauf. Gucken wir mal hier. Ob ich hier mich irgendwie so hochklippen kann. Schummeln? Nein, geht nicht. Hier liegt auch sonst nichts von Interesse rum. Müll. Ja, Wasser und Wind bewegen die metallenen Bestandteile des Schiffes, knarzen ein bisschen. Die hölzernen auch. Klingt sehr fein. Ja, ich komme hier sowieso nirgendwo hin. Da liegt noch ein Schiff. Da hinten ist irgendeine Boje im Wasser. Die blinkt. Ja, das Ganze sieht so aus, als wenn hier so eine Art Schiffsfriedhof, freiwilliger und unfreiwilliger Natur, ist schwer zu sagen, ist in dieser kleinen Mini-Bucht. Verlassen wir diesen gastlichen Ort und schauen nach, ob wir hier oben irgendwo weiterkommen. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation,
when I was still half submerged in anesthetic. Your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Oh, soll das einfach bedeuten, dass Esther tot ist? Von einem Betrunkenen überfahren? Wenn ja, hat er das gerade sehr lyrisch ausgedrückt. Auf eine interessante, etwas verklausulierte Art und Weise. Aber sehr schön, muss ich sagen. Da unten scheint sowas wie ein Trichter zu sein, eine Höhle irgendwie. Jetzt habe ich den Weg hier oben hoch gewählt. Komme ich denn da hin? Gucken wir mal, ob hier irgendwo eine Lücke drin ist oder ich da vorne einfach um die Ecke liegen kann. Ach, da ist irgendwas in roten Nebel gehüllt. Röter Nebel. So, gucken wir mal hier unten. Da wollen wir vielleicht nicht reinfallen. Is this what Paul saw through his windscreen? Not Lot's wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside, falling away to black forever. Gut. Da wollen wir nicht reinfallen. Da pfeift der Wind auch ganz schön durch. Sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich deine Kinderstimme höre. Ganz weit weg. Da. Ganz leise, ganz weit entfernt. Und so, als wenn sie ganz unten am Boden der Höhle irgendwo in irgendwelchen Gängen drin wäre, durch die der Schall sich dann tausendmal bricht. Kann man natürlich ja spekulieren, soll das so sein? Dass da jemand ist? Oder soll das nur den Eindruck erwecken, dass da jemand ist? Oder sind das vielleicht nur irgendwelche anderen Geräusche, die sich eben so ähnlich anhören? Und man hat das da quasi eingebaut, damit der Spieler das Gefühl hat, Kind, eine Kinderstimme. Kinderstimmen lösen in Erwachsenen immer ganz besondere Emotionen aus und Reaktionen. Musik. I began to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The Bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Ja, Kinderstimmen lösen alles Mögliche aus, von einer Gänsehaut, weil man etwas ganz Furchtbares hört, bis hin zu Beschützerinstinkten von Familienvätern und Freude über ein helles Kinderlachen. Gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen in erwachsenen Menschen. Das finde ich immer wieder spannend zu beobachten. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein beliebtes Stilmittel in allen Computerspielszenen, wo es wirklich gruselig sein soll und Leute von den Socken hauen soll, dass man zum Beispiel ein weinendes Baby oder ein... The Bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Wo war ich stehen geblieben? Zu viel Text, um mich daran zu erinnern. Furchtbar. Ja, jedenfalls Kinderlachen, ein weinendes Mädchen zum Beispiel, ähnliche Dinge werden gerne dann so eingearbeitet als Soundeffekte, weil die das Ganze dann doch noch in einigen Stufen verstärken, das Gruselgefühl. Bei Jugendlichen hat das übrigens häufig nicht so die wahnsinnige Auswirkung, weswegen, wenn man zum Beispiel Let's Plays sieht von irgendwelchen Horrorspielen oder sowas,
bei vielen jüngeren Let's Playern einfach gar